Ich bin Gott. Gott, Allah, Buddha. Alles vereint in einem großen Nigger. Crack ist Kohle, Kohle ist Macht und Macht ist Krieg. Yo, komm her, Mann, komm her. Wir knallten die Kolumbianer ab. Gut in der Hand, Alter. Und die uns. Die Crackheads hatten den Kurierladen so oft ausgeraubt, dass der arme Kerl verrückt wurde. Nach dem Tod dieser unschuldigen Kids wurde die Sache so heiß, dass sogar Leva Cahill bei der Beerdigung auftauchen musste. Aber in Wirklichkeit war er nur da, um die Kolumbianer zu beruhigen. Sorgt dafür, dass wir unter uns sind, Klasse. Zieh dir mal diesen Nigger rein, diesen Ordell. Was meinst du, wie viel allein die Zähne von dem Wichser wert sind? 100? 200.000? Ist klar. Den Jungen da hinten solltest du mal kennenlernen. Jo, Mark! Macht der Penner das alles und ganz heiß auf den. Du bist doch scheiß Nigger. Weißt du, wer das ist? Wie geht's, Mr. Kay? Wer ist der kleine Nigger? Das ist der Mitarbeiter des Monats. Ja, eine richtige Arbeitsbiene. Kommt mir bekannt vor. Erinnerst du dich an Katrina? Katrina? Katrina. Das ist ihr kleiner Junge. Nein, das nicht Name ist. Und du rennst da draußen rum und verdienst das Geld für mich, ja? Ja. Mr. Kerr, Sie sind echt ein Gott für mich. So ein Gott. So. Ich bin Gott. Gott, Allah, Buddha, alles vereint in einem großen Nigger. Was wollen die denn hier? Wenn die Wichser noch mehr gegen mich in die Hand kriegen, dann gehe ich 20 oder 30 Jahre ab. Deswegen kriegen die auch so einen Riesenhaufen Kohle von mir. Leva legte seinen Arm um Delgado. Und der Krieg war einfach so vorbei. Ja. Yeah.